Einen wunderschönen guten Hallo, meine lieben kleinen Freunde auf YouTube, und herzlich willkommen zu einem neuen, naja, einem alten, neuen Projekt. Und wir spielen Subnautica. Subnautica ist toll, da gibt's Fischis. Und ja, was? Hallo. Das? Da bist aber ein komischer Fischi. Au. Der Eisfisch. Da, was? Ein Eisfisch? Eisfisch. Eisfisch. Eifisch, Eifisch. Ich liebe es. Du schwebst schon wieder über der Rettungskapsel. Ja, du schwebst bei mir in der Rettungskapsel, so halbwegs. Meine sehr verehrten Damen, Tiere, Menschen und Doktoren, herzlich willkommen zu Subnautica zusammen mit Flocke. Hallo. Hallo. Noch ein wenig hallend, aber da, auch bei Flocke wahrscheinlich im Video dann zu hören. Erste Folge wieder bei Flocke und mir und ab jetzt wieder im Tageswechsel bei Flocke und mir. Vielleicht ein Ruhetag dazwischen, das wissen wir noch nicht. Das werden wir die nächsten Tage irgendwann entscheiden, sowas. Genau. Und ja, ich freue mich hier zu sein. Wir haben schon mal Subnautica gesprochen, den Schnipselkatzen. Und du hast es, glaube ich, schon mal eine Zeit lang gestreamt gehabt. Genau. Mhm. Ich hatte es auch mal ein bisschen gestreamt und habe dann dazu ein paar Schnipselkatzen gemacht. An der Stelle, Markel, ganz, ganz toll hier mal ein Selbstplug, weil da einige von den Schnipselkatzen echt aufwendig waren. Könnt ihr mal gerne reingucken. Sind aber sehr hektisch geschnitten. So, wir sind in der Welt von Subnautica. Wir haben den ersten Teil nicht. Das große Schiff da vorne, auf dem waren wir vorhin, ne, Flocke? Das war eigentlich unser Kreuzfahrtschiff. Wir sind nämlich gerade im Urlaub. Ja. Genau. Und das ist abgestürzt. Und wir haben eine Rettungskapsel vorher genommen. Eigentlich bin ich da nur reingelockt worden. Das ist, Flocke hat wohl das Ding vorne kaputt gemacht. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie sie es geschafft hat, aber ich bin... Chili con carne. Chili con carne. Schlimm sowas, ey. Ja. Auf jeden Fall... Gasleck. Auf jeden Fall sind wir jetzt auf einem großen Planeten mit viel nass, was okay ist, weil wir sind in dem Fall hier super nass geschützt. Also wir müssen nicht ertrinken. Und hier sind eine Menge Fischis und ich habe schon einen dabei. Guck mal, das ist ein Fischi. Den nicht. Ich habe ihn in der Pfote. Siehst du den nicht, wenn ich ihn in der Pfote... Bleibt hervorragend. Leider nicht, nee. Nein, okay. Aber ich sehe, dass du Hunger hast. Oh, das ist sogar halbwegs korrekt. Gut, dann würde ich sagen, wir fangen einfach mal an und werden uns ein bisschen umschauen, damit die Leute auch sehen, um was es in diesem Spiel hauptsächlich geht. Und zwar um Ressourcenbeschaffung, Ressourcenfindung, Fischis sammeln und so weiter und so fort. Ich sammle mal schon mal ein bisschen Schrott ein. Ich glaube, ich habe schon sogar einen schon mal neulich gesammelt. Oh, nicht Antinten! Entschuldigung. Antinten? Ja, der Große, der pupst doch immer so eklig. Ach so, ja. Das hier sind übrigens Fischis, die sind ein bisschen buggy. Die sind hier nicht wirklich. Das ist Hast noch, du schon wieder solche Dinge? Ja, ja, aber das ist in Ordnung. Okay. So, ich habe auch schon ein bisschen was an Rohstoff. Und ich habe komplett vergessen, dass wir nicht auf meinem Spielstand sind. Das bedeutet, ich sterbe jetzt. wir müssen direkt anfangen mit dem krassen Oxygen-Zeug hier. Okay, ich habe es nach oben geschafft. Ich habe auch direkt einen Blasenfisch. Also, ich glaube, also ich habe auch einen Fisch. Die Blasenfische sind immer gut für Sauerstoff. Ach, für Sauerstoff. Für Trinken, glaube ich, ne? Oder für... Irgendwas war das doch gut. Also, wenn das Items gerade AFK ist, nehme ich mal den Feuerlöscher. Und weiß ich das noch mal weg? Alt F4. So, Entschuldigung, Menschen, da war gerade an meiner Türe hat's geklopft, da war der Postbote an meiner Türe. Auch frech. So, wir können hier ein bisschen Titan machen. Also, ich habe gerade rausgefunden, die Blasenfische waren für sofortiges Trinken. Da braucht man keine zusätzlichen Sachen, um das irgendwie noch reinzumachen. Richtig. Oh, okay. So, ein jetzt Tauchfisch mit hoher Kapazität, das ist schon mal gut. Hast du den jetzt auch? Wurde mir angezeigt, ja. Moment, jetzt muss ich aber gerade mal gucken. Hast du den jetzt auch angelegt, wenn du Tab drückst? Ich muss den erst craften. Okay, ich kann dir das Titan dafür geben, wenn du willst. Das habe ich im Inventar. Hier in der Truhe tue ich es rein. 1, 2, 3 dürfte das sein. Ich gebe dir mal ein bisschen mehr. Wo ist denn nochmal das Inventar? Hier die Truhe. Tab, ne? Hier, ja, genau. Und hier in dem Frachtbehälter in der Kapsel drin ist es. Gerade. Und ich kann den Feuerlöscher übrigens auch noch nehmen. Das ist sehr, sehr gut. Ach, das war das Escape-Problem hier.
Ja. Frachtbehälter. Ich gehe wieder nach unten und sammle ein bisschen was. Fischis! Ja. Und noch mehr Blasenfischis. Gut, okay. So. Jetzt haben wir schon eine 75er-Kapazität. Bedeutet, wir können schon ein bisschen länger unter Tage bleiben. Das ist schon mal super. Ach so, jetzt muss ich erst die Standardtauchflasche noch machen. Ich dachte, die haben wir schon. Die Standardtauchflasche ist das Erste, was wir haben. Ja, weil ich kann nur die Standard machen. Die mit hoher Kapazität geht gar nicht. Au! Fege. Nein! Au. Was ist denn jetzt schon wieder? Katze wurde gefuttert! Och nö. Aua, komm wieder nach oben. Moment, das ist gemein. Das hat wehgetan, Mensch. Was hier? Da war ein explodierendes Fischi, das hat mich Schmerz gemacht. Oh. Das ist die Höhleneingänge, wo die ganzen Sache an der Seite sind, also diese ganzen Essenssachen an der Seite sind. Mal gucken. So, ich esse gerade mal zwei Sachen, so jetzt bin ich wieder voll. Der Fisch, der trickst mich voll aus hier. Voll gemein. Klaut er dir einfach Zeug, das ist echt fies. Windegras. Wir müssen schnell auf das Knife kommen, ne? Ja. Das würde ich auch sagen. Und wir müssen allgemein ein bisschen was an Zeug suchen. Leute, es gibt hier drin auch eine Story. Die werden wir natürlich auch anspielen dann im Laufe der Zeit. Aber es geht erstmal auch natürlich ein bisschen um Survivalen. Und um allgemeine Arbeiten. So Sachen finden, ein bisschen was erforschen, eventuell mal einen Aufflug machen und sowas. Ist ja alles Mögliche möglich, ne? Das ist ja Kreaturenei. Oh, ich höre gerade ein relativ lautes Geräusch. Oh, jetzt bin ich überfressen. Was höre ich denn gerade für ein lautes Geräusch hier vorne? Ach, da war eins von den Löchern hier, glaub. Ah ja, okay, hier ist ein Geysir. Ich weiß nur nicht, ob der mich umbringt, wenn ich da reingehe, oder ob der... Der war, glaub, heiß, solange der... Oh ja, der war heiß. Okay, der war heiß. Ja, heiß. Direkt also erstmal muss ich die Standardtauchflasche machen. Die haben wir nämlich auch noch nicht. Die Standardtauchflasche hab ich doch gemacht. Ja, genau. Aber danach kommt dann die verbesserte, da braucht man dann Glas und so. Und jetzt kommt das, was ich an diesem Spiel liebe. Die Nacht. Oh ja, jetzt wird's Nacht. Jetzt wird's sehr schön, Leute. Das ist also wirklich, es gibt wenig Sachen, die so schön sind wie die Subnautica-Nacht. Wenn ich mich nicht ganz täusche, jetzt einfach mal kurz ein bisschen als Fanservice. Ich glaube, Subnautica gibt es gerade im Epic Games Launcher für lau. Bin ich mir gerade nicht so sicher, wenn ich ehrlich bin. Es sollte auf jeden Fall kommen, die letzten Tage. Irgendwann hieß es das doch mal, dass es noch kommen soll. Oder war das jetzt schon? Ich habe einen Bug. Du hast einen Bug? Welchen Bug hast du? Ja, den O2-Bug, glaube ich. Du verlierst keinen Sauerstoff. Richtig. Ich auch nicht. Okay. Sehe ich gerade. Oder hat das einfach was mit der Tauchflasche zu tun? Moment mal. Nein, das hat nichts mit der Tauchflasche zu tun. Das ist wahrscheinlich einfach wirklich nur gerade Boogie. Ich meine, das ist jetzt nicht der schlechteste Bug, also da jetzt gerade mal relativ wenig gegen, muss ich sagen. Ich bin mir jetzt halt nicht sicher, ob das einfach nur ein Anzeige-Bug ist oder ob wir jetzt wirklich unendlich viel tauchen haben. Wir können ja einfach mal ein bisschen länger unter Wasser bleiben. Ja, können wir gerne machen. Okay, aber ich wollte sowieso ja mal ein bisschen zeigen, wie das hier unter Tage aussieht. Wenn man unter das so Tage? Macht. Ja, unter Wasser aussieht, wenn man ein bisschen länger unter Wasser bleibt. Mit den leuchtenden Fischis hier, Menschen. Guckt euch das mal an. Und das hier vorne ist schon das Tainted Gebiet. Da wollte ich gar nicht hinschwimmen. Hier vorne gab es meines Wissens noch keine allzu bösen Fische, aber es gibt böse Fischis und die wollen wir nicht unbedingt finden. Also ja, gut, wenn wir die erst finden, wenn wir auch... hier sind die Geysire. Mhm. Wäre gut, wenn wir die erst finden, wenn wir auch eine Ausrüstung haben und Licht. Richtig. Fein. Leute, guckt euch das mal an hier. So viele leuchtende Fischis. Hier sind super wichtig, diese Blasenfische. Ne, wie heißen die? Blasenfischis sind toll. Brauchen wir auf jeden Fall, ja, genau. Weil okay, die machen Instant Wassi, ja. Okay. Ja, wir scheinen wirklich unendlich Sauerstoff zu haben. Also bei mir tickt das immer auf 73 runter und dann direkt wieder hoch. Ja, es scheint so. Das wird wahrscheinlich ein Bug in der Mod sein. Das wird dann immer in einer Folge anscheinend so bleiben. Im Endeffekt in der Mechanik jetzt auch nicht so breakendes, weil später ist der Sauerstoff das kleinste Problem, das ihr haben werdet.
Die anderen genau. Probleme seht ihr noch, glaubt mir da, das ist... Ja, die anderen Probleme sind ein bisschen größer. Und hässlich. Naja, also, sie sehen nicht so schlecht aus, sind feine Fischis. Können da doch nichts für. Mensch? Ich glaube, wir haben gerade, entweder haben wir gerade noch einen anderen Bug zusätzlich, oder... Nee, haben wir nicht. Das ist faszinierend, die kleinen Fischis stehen bei mir alle auf einer Stelle. Also nicht alle auf einer Stelle, sondern die bleiben auf einer Stelle stehen bei mir. Aber die Fische, die anderen, die bewegen sich. Also es gibt Fische, die bewegen sich und es gibt welche, die stehen an einer Stelle. Ich konnte jetzt gerade halt super viele Fische holen. Ich denke mal, dass das auch teilweise mit der Mod zusammenhängt, weil wir das Ganze über einen Server spielen. Ja. Das ist nämlich auch keine offizielle Mod. Also die könnt ihr nicht bei Steam oder sowas, es gibt keine Beta-Multiplayer-Mod oder sowas, sondern das ist eine Mod von Nexus. Ja, genau. Nexus heißt es, glaube ich. Ne? Wir können euch ja den Link auf jeden Fall in die Videobeschreibung packen. Das ist ein bisschen irreführend. Ah, ich weiß, was du meinst. Dieses auf der Stelle stehen habe ich auch. Ja, okay. Ich habe jetzt mal ein bisschen Glas machen können. Und könnte jetzt eine Leitung, schwimmende Luftgedöns. Die nächste Taucherflasche brauchen wir 2 Glas für. Oh. Bedeutet, was brauche ich für ein zweites Glas noch? Noch einen weiteren Quarz. Dann hole ich noch einen Quarz. Das sollte ja möglich sein, noch einen Quarz zu holen. Da unten ist ja, aber auch eine Scheibenkoralle, die backt in der Luft. Auch nicht schlecht. Ja, also ich hab ein paar Sachen, die ein bisschen buggen, aber das ist trotzdem alles noch legit, würde ich sagen. Ja, es geht schlimmer auf jeden Fall. Ja, also das sind so die staatlichen Sachen. Es geht ja eigentlich aber auch in diesem Fall hier eindeutig ums Zusammenspielen, wenn ich das mal so sagen darf. Ich gucke jetzt mal, dass ich irgendwas finde hier in diesem dunklen Gebiet, nutzen könnte. Was auch extrem geil ist, dafür schwimme ich jetzt extra immer hoch, ist der Mond. Der Mond ist Guckt cool. Guckt euch das an. Übrigens, Menschen, ich sehe hier genauso wenig wie ihr. Glaube ich, irgendein anderer Planet, da ist noch der Mond, würde ich jetzt sagen. Dieser orange Riesenplanet, das sieht einfach super geil aus, weil der sich halt auch bewegt. Oh nein, das war ein böses Fischi. Böses Fischi gefunden. Böses 30 Fischi. Meter bist du von mir weg. Böses Fischi. Ah. Böses Fischi hat Katze nicht geknabbert? Okay, das sind nur diese Schrottsammelfischis. Die sind ja später nicht mehr so aggressiv, aber die können nicht beißen. Ja, genau. Komm zu dir. Das böse Fischi hat mich nicht erwischt. Schrottsammelfischi ist auch geil, ey. Ja, aber das ist ein Schrottsammelfischi. Ja, der, genau. Hallo. Hallo. So, ich müsste jetzt theoretisch in der Lage sein. Das ist diese komische. Das. Ach, jetzt habe ich auch so einen Bug. Diesen Fisch, den man eigentlich noch nicht sieht. Oder den es eigentlich Ach, nicht sieht. Silbererz muss ich auch noch machen. Okay. So. Kann man ein paar Bumerangfischis braten, Mensch? Ja, mach das mal. Kann ich auch welche noch? Ich finde das übrigens sehr interessant. Du schwimmst bei mir die gesamte Zeit über in der Kapsel durch die Gegend. Du schwebst mir die ganze Zeit durchs Bild. Das ist voll gut. Echt? Ja, aber das ist. Ich finde es okay. Bei mir drehst du dich auch die ganze Zeit im Kreis. Ah, ja, okay. Bei mir stehe ich gerade vor dem Teil dran. Hä? Proteinreiche Augäpfel sind sehr nahrhaft, falls du es noch nicht wusstest, ne? So, ja, Mensch. So ein bisschen buggy ist es anscheinend schon. Jetzt ist der Sonnenaufgang hier. Das ist auch schön. Ich tue das mal hier rein, Leute. Guckt mal, wir tun hier mal das gekochte Klubschi rein. So, gekochte. Man verliert hier so leicht die Orientierung, das ist so irre. Ich habe mich jetzt gerade einmal umgedreht und war direkt in eine andere Richtung geschwommen, aus Versehen. Direkt in die falsche Richtung gewerft. So, dann gibt es ja noch diese komischen explodierenden Fische. Explodierendes Fischi, I follow you, deep, deep, Katzi. Oh, ja, das muss man nehmen. Diese Fische, diese Orangenen sind das, ne? Mit dem langen Schweif, ne? Diese Orangenen mit dem langen Schweif? Ja, genau. Ja.
Okay, Messer und so weiter haben wir ja jetzt noch nicht gefunden. Okay, dann müssen wir noch mal ein bisschen Gold fahren gefunden. gehen. Ich Silber bräuchten wir, dann könnten wir den Hab ich. nächsten. Hast du wie viel? Silber habe ich eins. Leider. Dann reicht Aber es uns ich bin leider hier nur gerade. für eins. Aber ich habe schon genug für eine für so eine. Also wie heißt das denn gerade, was ich suche, das Wort, Mensch? Ich habe schon genug Materialien für eine von den verbesserten Flaschen. Okay. Ich habe auch Silber. Ich habe auch Silber. Ja, und noch ein bisschen was. Noch ein bisschen Titan. Sehr schön. Das ist jetzt natürlich ein bisschen Cheaten, was wir hier machen, ne, mit dem super lang unter Wasser bleiben, aber im Grunde genommen Ja. geht es wirklich nur ums Exploren, ums und wirklich die Luft, das ist das geringste Problem in diesem Spiel. Es wird Daher später dann Stellen geben, nichts viel. wo die dann. Gottes Willen, das schon wieder so. Oh Gott! Man erschreckt sich überhaupt nicht, wenn die auf einmal anfangen mit neben Zum allem. Glück nicht, ey. Ey, gemeines Fischi. Eigentlich mag ich das Fischi, aber das macht mich gerade Angst. Hallo Mensch, der sich die ganze Zeit im Kreis dreht vor mir. So, Glas mache ich aus Quarz, Ja, ne? ich habe genug Glas, dass du dir auch eine machen kannst schon. Also ich müsste genug haben, damit wir beide das machen können. Ich bräuchte nur das Zeug Mal für. Genau, ich brauche nur gucken. meine Standard-Seeflasche. Also meine Standardflasche, die ich hier reintue. Titan brauche ich. Dann noch Titan. Brauche ich noch einen Titan? Ein Titan? Ein Titan. Hast du Ja, noch einen ich habe Titan? noch genug Titan, ja. Perfekt, weil Titan finde ich irgendwie nicht. Also ich habe bis jetzt keinen Schrott gesammelt. Ich habe ein bisschen was gefunden. Wo bist du eigentlich gerade? In Weil der bei mir. Kapsel oben. Ja, ich sehe dich nämlich da nicht. Ich habe dir das Titan mal, ich habe dir mal mein ganzes Titan in die eine Truhe gepackt Ja. und auch ein bisschen Zeug noch zusätzlich. Halt gerade. Da ist Futterzeug und so auch noch drin, In ne? der Truhe ist nichts an Titan. Du hast Kupfererz und Quarz da reingetan. Welche Truhe? Welche Truhe bist du denn gerade? Welche Truhe hast du denn irgendwas reingelegt? In der Kapsel drin. In dem Frachtbehälter. Ja. Da ist bei mir kein Titan drin, da ist nur Quarz. Oh, dann haben wir die voneinander getrennt, oder was? Nee, gerade konnte ich aber bei dir reingucken. Wir sind aber. Okay, das ist ein bisschen synchronisiert dann wohl falsch. Ein bisschen, ne? Ja gut, aber das soll auch gerade nicht das Problem sein, denn sehr verehrte Damen, Tiere, Menschen und Doktoren, ich denke mal, das war es von der ersten Folge. Ein bisschen schnabbidi-buggy ist es schon. Es wird aber bestimmt alles irgendwo ein Workaround geben und ich finde das eigentlich eine sehr, sehr, sehr coole Sache, das Projekt. Schreibt uns gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Unten in der Videobeschreibung findet ihr den Link zum jeweils anderen, denke ich mal. Wenn Flocke auch vorhat, mich zu Ja. verlinken, wenn nicht, dann findet er bei mir auf jeden Fall den Link zu Flocke. Ebenfalls der Link zu einer Playlist, die ich natürlich ganz doll pflegen werde. Kappa. Ja, liebe Menschen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns spätestens beim nächsten Mal wieder. Macht es gut und bis dahin. Erstmal ciao. Throw your cranes up.